Hallo Freunde, willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Wir haben zuletzt einige Befehle erhalten, hier im Außenposten des Imperiums. Wir sollen als nächstes ein paar Messdaten abholen für Chiss, die ganz schnell gesprochen haben. Und ja, dann sehen wir mal, was diese Messdaten besagen und wo die Probleme liegen. Ja, ich mag nicht gegen die kämpfen. Ah, sehr schön. Das habe ich mich schon immer gefragt. Warum kann man da nicht einfach den Abstand zwischen dem Ding vergrößern und auch über größere Sachen rüberfliegen? Wahrscheinlich, weil es zu viel Energie braucht oder so. Keine Ahnung. Ein Peitschenmeister des weißen Schlunds. Na, hurra. Ich bin bereit. Naja. Dann lassen wir uns mal ein bisschen auspeitschen. Wird bestimmt voll lustig. Ja, wie gesagt, wird voll lustig. Na gut, das arme Schwein konnte ja gar nichts gegen uns machen. So habe ich es am liebsten. Okay, Messergebnisse. Ach, noch kleiner ging die Anzeigetafel nicht, oder? Das fällt ja fast nicht auf diesem blauen Hintergrund. Und da sind wir schon wieder. Sorry für die Unterbrechung. Ihr fragt euch bestimmt, wie ich da hinten hinkomme. Schnellreise. Und ihr seht schon, von 10 Minuten ist nicht mehr viel übrig. Manche Unterbrechungen sind einfach so übel, die kann ich einfach nicht irgendwie wieder ausbügeln, glatt machen, schön machen, wie auch immer. Sorry dafür. Gerade jetzt zwischen den Jahren kommt die echte Welt immer wieder dazwischen. Familie will Aufmerksamkeit. Jetzt sind wir wieder hier. Und er auch. Muss aber nicht nochmal sein, glaube ich. Oh. Wow. Die beiden haben zusammen eine Menge Schaden gemacht. Hätte ich wirklich nicht geglaubt. Da verabschiedet sich das nächste Experten-Medkit. Naja, was soll's. Die sind hier relativ günstig. Was sind schon 3000 das Stück oder so? Und da hinten wollen wir hin. Warum immer diese Gruppen? Schatz, mach du mal den ganz da hinten. Ich kümmere mich um den Rest. Na, das wäre nochmal irgendwie gut gegangen. Ja, also wir haben zwar keine harte Crowd Control, also Stunts und so eine Geschichte, wie zum Beispiel ein Tank oder Jedi-Botschafter, Sith-Inquisitoren, die können ganze Bereiche lahmlegen für mehrere Sekunden. Also ich rede hier von 10, 15 Sekunden, das ist machbar ab einem gewissen Level. Aber das, was wir haben, reicht völlig aus für die Schadensmenge, die wir inzwischen machen. Richtig schön. Und ganz nebenbei, ja, ich weiß, wir hätten einen Kühltank hier gehabt. Wenn wir reinhüpfen können, hier außen rumlaufen, dann haben die Fernkämpfer keine Sichtlinie. Die Nahkämpfer müssen sowieso herkommen, einmal sprengen und dann hat man ganz gemütlich Zeit. Und kann sich um die Jungs kümmern. So ist das erstmal okay. Okay, das hätten wir geschafft. Für den Bonus bräuchten wir noch zwei Piraten, aber naja, mit dem Bonus halte ich es jetzt einfach mal wie immer. Wenn wir reinrennen aus Versehen, dann nehmen wir es mit. Ansonsten mache ich mich da nicht krumm für. Wir haben schließlich noch eine Menge Aufgaben hier und ich will Hoth irgendwann noch hinter mich bringen. Allerdings muss ich sagen, wir haben noch nicht mal die Hälfte. Das heißt, Hoth wird uns noch eine Weile beschäftigen und sie haben es immer noch nicht für Weihnachten geschmückt. Dann hoffe ich, dass es auf Coruscant wenigstens ein Neujahrsfeuerwerk gibt. Ist bei MMOs ja so üblich, da wird ein bisschen was gemacht. War früher bei World of Warcraft auch immer so.
Da gab es zum Beispiel in Dalaran dann immer ein Riesenfeuerwerk und so weiter. Weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist. Ich spiele das ja schon eine Weile nicht mehr, aber ich gehe davon aus, dass man das immer noch macht. Gut, als nächstes geothermische Energiestation. Da müssen wir erstmal nur hin. Dort wird uns dann gesagt, was wir zu tun haben, würde ich sagen. Ich erinnere mich, das war, glaube ich, die zweite Chase, die so unheimlich schnell gesprochen hat. Sehr kryptisch. Geh mal da und dorthin, guck dich um, wirst du schon sehen, was du davon hast. Auch arg lustig. Statt dass sie direkt sagen, hier, wir brauchen das. Au, das wird übel. Ne, als ich gesehen habe, das ist ein Silberner, habe ich vielleicht ein bisschen überreagiert. Wobei, wir haben genug Medkits. Lieber Medkits verballern, als ständig tot umfallen. Mit der Zeit sind die Reparaturkosten nämlich höher als die Kosten für so ein Medkit. So, offiziell sind wir immer noch nicht da. Wir müssen uns echt auf das Begrüßungskommando da oben stellen. Du bist Berserker, also Nahkämpfer, und hier haben wir drei Fernkämpfer, dann hüpfen wir doch einfach mal hier rein. Ja, ohne Silberne geht das. Wundervoll. Inzwischen sind wir auch angekommen, ist klar, auf dem Begrüßungskommando stehen, hat es ausgelöst. Und Expansionsplan, installiere die Energiekupplung. Das hättest du uns nicht einfach so sagen können. Also noch kleiner gehen diese Missionsdinger nicht. Und alles blau auf blau. Das ist ein bisschen lästig langsam. Wer weiß, vielleicht kommt da noch irgendwas. Und wir heilen uns erstmal wieder ein bisschen hoch. Vorsicht ist schließlich besser als Nachsicht. Das war's. Wir drücken da eine Sicherung rein, lassen die offen hier rumlümmeln mit den ganzen Jungs außenrum. Der Nächste, dem es nicht passt, der zieht die Sicherung wieder raus. Naja, dann könnt ihr den nächsten Deppen dahin schicken. Ich bin fertig. Bisschen wackelig, aber gut, man fährt nicht mit so einem Antigraf-Gedöns über Rohrleitung. Ich meine, nur auf Hoth gab es irgendwo mal einen Datacron, den man nur erreichen konnte, indem man ewig weit über solche Rohre gefahren ist, in irgendeinem Gebiet. Man hat den relativ leicht gesehen, aber die Rohrleitung, der einzige Zugang zur Rohrleitung, war ewig weit weg. Ich weiß nur nicht mehr, wo das war. Das ist jetzt wirklich schon viel zu lange her. Aber wie gesagt, wenn ihr die ganzen Datacrons wollt, da gibt es super Anleitungen überall im Netz, auch auf YouTube. Das wäre das kleinste Problem. Vielleicht mache ich da doch nochmal was, wenn wir fertig sind mit der Story oder so, mit Kulika nochmal rum, die ganzen Planeten angucken und die Datacrons überall einsammeln. Die wir noch nicht haben. Da sind ja inzwischen schon einige. Aber mal sehen. Jetzt lasst uns erstmal die Hauptstory beenden, Barras den Hintern verklopfen und dann sind wir Darth Kulika. Yay! Ja, diese ganzen lustigen Towntowns hier, da gibt es eine Quest, die kann man in der Basisstation ganz am Anfang annehmen und Towntowns jagen. Und wenn man dann da genug gesammelt hat, dann bekommt man ein eigenes Towntown-Reittier. Das ist eigentlich ganz lustig. Ist halt immer lustig, wenn man dann auch Towntowns auf Tatooine sieht. Die müssten eigentlich innerhalb von 2 Minuten hitzetot sterben, die armen Viecher.
Auf der anderen Seite, wenn man irgendwelche Tatooine-Viecher als Reittiere hat, die dann auf Hoth rumrennen, ja, auch ähnlich lustig. So, letzte Höhle in dem Gebiet, dann müssten wir nur noch Quests abgeben. Hier geht's mal wieder um Talzkommandos. Und zwar ist das diesmal eine Klassenquest. Das heißt, wir arbeiten uns langsam aber sicher voran. Und irgendjemand ist uns zuvor gekommen. Hier liegen schon tote Talz. Dramatische Musik setzt ein. Ich glaube, hier passiert gleich was Wichtiges. Ist jedenfalls nicht so viel los, wie ich dachte. Könnte an der langen Spielpause liegen, aber ich glaube nicht, dass die alle an Altersschwäche gestorben sind. So verstreut wie die sind, waren das wohl eher Kämpfe. Und wir wissen, dass ein instanzierter Bereich, also ein anderer Spieler, kann dafür nicht verantwortlich sein. Das ist nur für uns gedacht hier. Da oben haben wir doch noch einen. Ein Padawan. Ja, grüß dich, Padawan. Freut mich, dich hier zu sehen. Hast du das angerichtet oder was? Du siehst ja leicht schockiert aus. Jetzt bin nur noch ich übrig. Egal, wo ich hingehe. Ich sehe dich. Immer erscheint das Monster. Warum quält ihr mich so? Ich habe nichts mit eurer Rache zu tun. Was? Ein Sith? Erst lässt mich Surrender im Stich und jetzt das? Surrender? Das klingt gut. Hm. Wo finden wir Surrender? Das ist die viel wichtigere Frage, aber die ist hier nicht aufgeführt. Also lassen wir es mal langsam angehen, der arme Padawan. Wir können ja höflich bleiben. Euer Name, Jedi, und eure Verbindung zu Surrender. Sofort. Ich bin so viel zu höflich. Das Laufbursche. Derjenige, den er zum Sterben zurücklässt. Aber jedes Mal? Seid ihr ein Sith, den ich sehen und gegen den ich fair kämpfen kann. Und ich werde nicht im Dunkeln abgeschlachtet wie diese armen Tals. Mein Meister würde mir befehlen, nicht anzugreifen. Aber er ist nicht hier. Verteidigt euch, Sith. Och komm, wir haben uns gerade erst kennengelernt, wir haben uns eben erst vorgestellt. Das Ende naht. Es lohnt sich ja gar nicht, da voll zu gehen. Okay. Das war sogar für das Spiel zu schnell, glaube ich. Ah, wir können mit ihm reden. Das ist fantastisch. Ha. Los, tötet mich ruhig. Hauptsache, ich muss nicht in den Händen dieser Bestie sterben. Ja, ist ja schon recht. Pass auf. Ich nehme dich an die Leine. Du machst keinen Blödsinn mehr. Wir gehen zu Surrender. Du kannst zugucken, wie ich ihn auseinanderhack. Und alle sind glücklich, ja? Ich suche den Jedi Surrender. Sagt mir, wo er ist und was er sucht. Surrender. Er hat mir nicht erlaubt, mit ihm zu gehen. Ja, das hatten wir schon. Hat mich hier zurückgelassen, um zu sterben. Das weiß ich. Die Tals haben meinen Meister vor Boonmark gewarnt. Er ist ein wilder Tals, der sich an Fetzellen und den anderen rächen will, weil sie ihn vertrieben haben. Was hat Surrender getan? Nichts. Und jetzt ist Boonmark hier irgendwo und morgen. Wartet, habt ihr es gehört? Nein, er ist... Ach, Menno. Den hätten wir noch gebrauchen können. Was hast du getan, Mensch? Der Junge war sowas von nachtragend, der hätte uns auf Händen hinter Surrender hergetragen. Aber nö, du musst mir den Kopf umdrehen. Sowas aber auch. Okay, du bist nur ein Talz. Davon haben wir schon einige niedergemacht. Komm du nur. Mich schüchtert niemand ein. Was habt ihr alle mit Fettzellen? Kann ja sein, dass das wichtig ist auf Hoth, aber... Ne? Ja, ist mir alles wurscht. Ich will nur Surrender. Ich habe kein Problem mit Fettzellen und den Tals. Ja.
Was würde ich drum geben, mal wieder einen NSC zu haben, der Basic spricht? Du kommst mir besser nicht in die Quere, Thals. Okay, werden die immer leichter oder bilde ich mir das nur ein? Okay, mit 90% reduzierter Genauigkeit kann er nicht mehr viel machen. Den Rest der Zeit hing er irgendwie Machtwürgen rum, aber... Ja, Sith-Clan. Ich gebe dir gleich Sith-Clan. Du kannst froh sein, dass du nicht tot bist. Und weg ist er. Aber das war eine wichtige Information. Der sucht nämlich keine Waffe, sondern einen anderen Jedi-Meister. Na gut. Dann würde ich sagen, wir haben als nächstes ein bisschen was vor, was Blabla beinhaltet. Gletscherspalt, Kommando, Befragung der Thals. Ich glaube, das war eine doofe Idee, hier rauszugehen. Wenn ich mich richtig erinnere, dann gab es in die nächste Zone zwei Verbindungen. Das eine ging irgendwie hier unten, das andere hier oben. Und das obere war, glaube ich, für die Republik gedacht. Irgendwo gab es da mal so eine Stelle. Und das Spiel schlägt mir vor, die kürzeste Route, und das wäre durch republikanisches Gebiet. Nur ist das eben schwer bewacht. Ich weiß aber nicht mal, ob das hier war oder ob das dort war. Na, das finden wir raus. Als erstes geben wir mal ein paar Quests ab hier am Außenposten. Und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Schließlich haben wir die Schnellreise. Das geht hier wahnsinnig fix. Wenn wir jetzt auch noch unsere Gleiter nutzen, dann geht es noch umso schneller. So, Captain Riva oder so. Du heißt so ähnlich wie der Typ, um den es hier überall geht. Ihr habt es geschafft. Jetzt haben wir geothermische Energie. Anfangs gab es einen Kurzschluss, aber den haben wir schnell behoben. Hattet ihr Schwierigkeiten mit den Haug? Mit wem? Sie waren schwerfällig und dumm. Ich hätte auch doppelt so viele besiegen können. Das dachte ich mir. Die Sith haben eine hohe Erfolgsquote im Kampf gegen irreguläre Truppen. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, ich muss den Einsatz unserer Sensoren und Waffen überwachen. Wir haben bereits mit der Installation unserer Verteidigung begonnen. Der Plan sieht vor, dass wir noch vor heute Nacht fertig werden. Na dann. Sir, die Republik betreibt gerade regen Funkverkehr. Irgendwie haben sie gewusst, dass wir eben einen Spannungsanstieg hatten. Also habe ich nach Abhörgeräten gesucht und eine Energiewanze gefunden. Heißt das, es ist jetzt eure Art, mir klarzumachen, dass ihr Bullshit macht und ich euch wieder rausziehen muss? Ne? War es ein Spion oder ein Verräter? Laut interner Kommunikation der Republik war die Wanze dort schon lange, bevor wir den Außenposten übernahmen. Ich habe nur nachgesehen, weil der republikanische Funkverkehr über den Spannungsanstieg so schockiert war. Hier werden sie nicht angreifen. Sie werden den geothermischen Hauptreaktor bombardieren, um die Energiezufuhr im ganzen Sektor zu kappen. Warum bombardieren? Die Sicherung, die ich da reingesteckt habe, ist offen und nicht gesichert. Das dauert keine 10 Minuten, dann ist hier der Strom weg, weil irgendein neugieriger Typ sich denkt, wofür ist dieser grün leuchtende Stab, und zieht mal dran. Haltet ihr das auch für das wahrscheinlichste Ziel? Wenn das Netz ausfällt, erwischt es auch alle Piraten, die damit verbunden sind. Das wäre ein klarer Sieg für die Republik. Sie werden sich durch die ortolanischen Arbeiter und die Piraten des Weißen Schlunds kämpfen müssen. Aber sie schicken Schneesoldaten vom Trupp Null. Wenn ich ein Spieler wäre, so wie der Captain,
würde ich auf Sie setzen. Moment, Bachas hat Plan 0, das ist Trupp 0. Und die reden von Spielern. Irgendwie fast ein bisschen einfallslos zurzeit. Na gut. Ich glaube, der liegt auf dem Weg. Nicht so voreilig. Ich mache dem ein Ende. Sehr wohl, mein Sith Lord. Im Trupp 0 sind die Besten der Republik. Stellt euch vor, wie es sie demütigen wird, wenn ihr sie besiegt. Die Besten der Republik habe ich inzwischen schon 4-mal niedergemacht. Das heißt, das ist jetzt bestenfalls 4. Wahl. Es wird bestimmt nicht schwerer als die ersten 3. Okay. Du hier drüben, du hast so ganz komisch genuschelt und das wahnsinnig schnell. Die Piraten hatten den Generator angezapft. Sie wurden eliminiert. Was da waho taga hopi? Tupatula musta, o grangi tampio dumme dunka. Was auch immer du sagst. Richtig, denn hier kommen wir auch ins nächste Gebiet. Ich glaube, das war wirklich da oben. Also gut, nochmal Reaktor. Denn jetzt zeigt er uns hier nicht mehr an, dass wir da hoch müssen. Wie gesagt, ich glaube, hier oben war das Republik mit dem Republikzugang. Und ja, kürzeste Route wird berechnet, aber da stehen wir dann vor Level 60 Champion-Wachen der Republik und davon vielen. Wäre vielleicht nicht so ganz clever. Bambawula Giota Kakoga Huta Nupisto. Poyatuka Changa Goptula do Batawana Wanki. Se gota do muti kihasa da punyo. Lies di woto. Okay, das heißt, die Piraten haben bessere Regenschirme als ihr. Ich will hören, dass es schon einen Plan gibt. Bagthra wanawaga mi punawa due dwipe. Umba hupa. Jikilia umpasa do biska. Kabanotase makipuna. Mali tuta od Mishka. Dann erklär mal wie. Ich brauche Einzelheiten. Nokta chuna dobiela. Chunki faguta. Jiho poda jioto vokise. Ich vermisse die Leute, die Basic können. Nicht so viel lesen die ganze Zeit. Oh Mann. Wenn meine Zeit es zulässt. Kiel, Jilo Hokuta. Ah, Juba de Naga Bakawa. Na gut. So, dann haben wir in der Zone noch ein bisschen was zu tun. Aber nicht mehr so wahnsinnig viel. Ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal ein kleines Päuschen. Und in der nächsten Episode schauen wir uns mal dieses Lager hier an. Da ist ja ein bisschen was zu tun. Ihr seht, das ist etwas Größeres. Und ja, wenn das so aufgebaut ist, dann gibt es noch ein bisschen was hinterher. Aber das, wie gesagt, in der nächsten Episode. Wir sehen uns dann wahrscheinlich am Eingang von dem Ganzen. Ich fahre da jetzt schon mal rüber auf Screen, denn noch mehr so weiße Schneelandschaft. Sagen wir es mal so, Gleiter auf Schnee habt ihr in letzter Zeit genug gesehen. Bis zum nächsten Mal also. Macht's gut, haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.